Kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Hören Sie dazu einen Beitrag von Martin Fischer aus Uster. Ohne Hoffnung leben, das können wir nicht. Wer keine Hoffnung hat, der ist vom Leben abgesägt. Denke dir einen Schüler ohne die Hoffnung, den nötigen Notendurchschnitt erreichen zu können. Denke dir einen Lehrling ohne Hoffnung auf eine spätere gute Stellung. Oder denke dir einen kranken Menschen ohne Hoffnung auf Besserung. Denke dich selbst ohne irgendeine Hoffnung. Und dein Leben ist ohne Kraft, Sinn und Ziel. Ich bin überzeugt, dass wir Menschen ohne Hoffnung die Welt schon längst hätten in Schutt und Asche aufgehen lassen. Hoffnung gibt Lebenswille. Hoffnung steht gegen Resignation. Wir alle haben doch irgendwelche Hoffnungen. Wer von uns gehört nicht auch zu den Menschen, die auf ein glückliches und langes Leben hoffen? Aber wie steht es mit all den von uns gebauten Hoffnungen? Ist es nicht so, dass sie meist nur auf einem Bein stehen, nämlich auf dem unserer Wünsche, aber nicht auf dem der Wirklichkeit? Wir wünschen uns zum Beispiel eine gute Zukunft und setzen dabei etwa auf Erfolg, Karriere oder auf Verständnis und Liebe von Mitmenschen, die einem den nötigen Freiraum zur Entfaltung zugestehen. Andere setzen im Blick auf eine gute Zukunft, auf ihren Lebenspartner und die lieben Kinder und das Ergebnis. Sind solche Glückspilze unter uns nicht sehr spärlich gesät? Sind eben nicht doch für manche ihre Hoffnungen vielmehr bloß Wünsche als Wirklichkeit? Manche stolpern von einer Hoffnung zur anderen. Unermüdlich fast sind sie am Bauen, um dann zusehen zu müssen, wie doch alles wieder in sich zusammenfällt. Die logische Folge dieser Erfahrungen ist die Enthoffnung. Viele kommen mir vor wie die Gruppe Menschen an einem kleinen Teich in Jerusalem, genannt Bethesda. Wir lesen davon in der Bibel, im Johannesevangelium am Anfang von Kapitel 5. Ich will euch diese Geschichte lesen. Am Schaftor in Jerusalem befindet sich ein Teich mit 5 offenen Hallen. Auf Hebräisch wird er Bethesda genannt. Eine große Anzahl von Kranken lag ständig in den Hallen, Blinde, Gelähmte und Schwindsüchtige. Sie warteten darauf, dass das Wasser Wellen schlug, denn von Zeit zu Zeit kam ein Engel Gottes und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erster in das aufgewühlte Wasser hineinging, wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Unter ihnen war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Er wusste, wie lange der Mann schon unter seiner Krankheit litt und fragte ihn: »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete: »Herr, ich habe keinen Menschen, niemand ist da, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da.« Jesus sagte zu ihm: »Steh auf, nimm deine Matte und geh.« Im selben Augenblick wurde der Mann gesund, er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Da werden die Gründe für die Enthoffnung deutlich auch bei uns. Da ist einmal die Entdeckung: Das Leben kann man nicht machen. Keine Minute des eigenen Lebens hast du in der Hand. Du kannst keine Sekunde zusetzen. Wie lange dein Herz schlägt, kannst du nicht bestimmen. Ein weiterer Grund für die Enthoffnung: die Erfahrung der eigenen Grenzen. Der Kranke hatte keine Kraft, allein ins rettende Wasser zu kommen. Wie manche sind enthoffnet, weil sie ihren Problemen gegenüber hilflos sind. Sie rennen zwar dagegen an, aber sie machen sich damit nur müde und am Ende sind sie doch immer zu spät. Und dann der andere Grund: nicht rauslaufen können. 38 Jahre lang schon lag er krank und konnte nicht heraus. Mit jedem Tag wurde ihm das neu eingehämmert: Für dich gibt es keine Hilfe. Du bist wie ein Hund am brennenden Haus angekettet. Liebe Freunde, es gibt ja schon Lebenssituationen, in denen alles wie zugemauert ist. Und man weiß nicht, was der Sinn solcher Schwierigkeiten sein soll. Von irgendwo kommt man her und irgendwo geht es hin. Ein vierter Grund für die Enthoffnung war beim Kranken die Einsamkeit. In seinem Schrei »Ich habe keinen Menschen« rief er das Alleingelassensein auch mancher von uns hinaus. »Keiner ist da, der für mich hofft, der für mich mal einen Tag Zeit hat und mir ins rettende Wasser hilft. Meine Angehörigen haben mich vergessen. Was soll ich noch auf dieser Welt? Keiner wird mich vermissen.«
Der letzte und tiefste Grund für die Enthoffnung war und ist wohl die unvergebene Schuld. Das wird daran deutlich, wie Jesus dem Kranken nach der Hilfe sagt, sündige von jetzt an nicht mehr. Es gibt ja schon Dinge im Leben, die verkehrt sind und einem das ganze Leben durcheinander machen oder vermiesen. Wer weiß letztlich nicht um Dinge, die falsch sind, an denen man aber doch so ohnmächtig hängt, oder Schuld, die einfach nicht mehr in Ordnung gebracht werden kann? Wie das drückt bis hin zur Enthoffnung, zur Hoffnungslosigkeit, das weiß nur der, der darin selber steht. Liebe Freunde, und nun mitten in diese Situation kommt Jesus Christus, die Hoffnung der Welt. Hoffnung hat für mich als Christen mit Jesus Christus zu tun. Die Bibel sagt, er ist der Gott der Hoffnung. In der Bibel heißt Hoffnung eigentlich, die frohe Erwartung haben, dass das Leben von Gott her zurechtgebracht wird. Gott gibt sich mit der Hoffnungslosigkeit der Menschen nicht zufrieden. Es ist nicht wahr, dass er die Menschen wie Fliegen im Spinngewebe zappeln lässt, auch dich nicht. Das hat er schon längst bewiesen, damals nämlich, als er Jesus Christus in die Welt sandte. Größere Hoffnungslosigkeit als der Ort, wo Jesus Christus am Kreuz starb, hat kein Ort sonst gesehen. Dort war Gott mit dabei, höchstpersönlich. Dort, wo es zum totalen Sieg der Schlechten über den Guten kam. Dort, wo der absolut Wahre, der absolut Liebende, der absolut Reine, der absolut Selbstlose wie ein Verbrecher sterben musste. Eine hoffnungslosere Situation hat kein Ort je gesehen. Größere Hoffnungslosigkeit hat es nie gegeben und wird es nie mehr geben, als Jesus Christus damals am Kreuz schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir Menschen werden das nie so brutal erleben. In aller Hoffnungslosigkeit weiß oder fühlt sich ein Mensch manchmal doch wie gehalten. Jesus Christus aber war total alleingelassen mit unserer Hoffnungslosigkeit, als die Erde bebte und es mitten am Tage dunkel wurde. Gott ließ ihn allein, allein als er am Kreuz elendiglich erstickte. Denn Gekreuzigte mussten nach stundenlangem Kampf ersticken. Was für Tiefen das gewesen sein müssen, da kann niemand sagen, Jesus Christus verstehe uns nicht. Das war sein Kampf mit unserer Hoffnungslosigkeit. Er nahm sie auf sich, um sie mit ins Grab zu reißen, und wie er begraben wurde, war wirklich alles aus. Aber hier setzte Gott der Schöpfer nun ein. Er, der nicht den Tod, sondern das Leben will. Als wirklich alles hoffnungslos erschien, der Tote begraben war, da begann seine Aktion, die Auferweckung Jesu Christi. Wo menschliche Hoffnung zu Ende war, da rief er als der Schöpfer des Kosmos den toten Sohn aus dem Grab. Und er erstand vom Tod, wirklich, leibhaftig. Unbelastet von allem erstand er an Ostern, Kreuz und Tod wurden damit überwunden. Die Mauer des Leidens und des Todes, woran all unsere Hoffnung zerschellt, wurde von ihm durchbrochen. Und seit da ist all unsere Diesseitigkeit und Begrenztheit durchlöchert. Darum wird möglich, was die Bibel sagt, wir können wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Liebe Freunde, Jesus Christus sind im Blick auf eure Situationen keine Grenzen aufgelegt. Bei ihm gibt es Hoffnung. Um das deutlich zu machen, möchte ich nochmals auf die Geschichte des Kranken am Teich Bethesda zu sprechen kommen. Dieser 38 Jahre lang kranke Mann gewann in dem Moment wohl Hoffnung, als Jesus zu ihm kam. Endlich war da ein Mensch, der sich um ihn kümmerte. Endlich einer, der mit ihm über sein Elend sprach. Ich kann mir denken, dass während ich vorhin über das Kreuz Jesu Christi sprach, du gemerkt hast, dass da einer ist, der dich versteht. Und damit hast du da etwas von dem Wunder erlebt, das schon Tausende vor dir erlebten. Das Wunder, dass du es kapierst, ich bin von Gott nicht allein gelassen. Er will zu mir eine Beziehung haben. Mit mir will er über mein Leben reden, es soll sich etwas verändern. Und damit sind wir nämlich schon bei einem zweiten Schritt in die Hoffnung. Der Kranke merkte, da ist einer mit mir solidarisch. Einen näheren Nebenmann als Jesus Christus gibt es für keinen Menschen. Vorhin hörten wir ja,
wie er die tiefsten Tiefen unseres Menschseins kennengelernt hat. Ihm ist also keine noch so mystische Lage in deinem Leben unbekannt. Und als er auferstanden ist, steht er unsichtbar jetzt neben dir. Wie den Kranken damals fragt er auch dich, willst du heraus? Heraus aus der Hoffnungslosigkeit, heraus aus der Schuld, heraus aus dem elenden Kreis der Gefühle, der Lebenssituationen, die dich einengen und fast ersticken, willst du? Verstehst du, du musst nur wollen, nicht können. Das schafft der auferstandene Christus dann schon in dir. Du kannst nämlich nicht ein Mensch werden, der in allem ruhig, gelassen, voll Hoffnung ist. Miese Lebenssituationen werden dich immer wieder umwerfen. Hoffnungsgeladenes Leben, das kann nur Jesus Christus durch dich leben. Und das wird in dem Maße geschehen, wie du ihm jetzt sagst, ich will heraus. Du brauchst das nicht großartig selbstsicher zu sagen. Vielleicht kommt das erst zaghaft. Ich möchte heraus. Christus, du verstehst mich. Hilf mir heraus. Hier muss ich nun noch kurz etwas einflechten. Es ist nicht so, dass Christen etwa nicht auch in Lebenssituationen zu stehen hätten, die ihnen schwer werden. Erfahrungen, die sie an den Rand der Kraft führen. Christen aber, die Jesus Christus vertrauen, wissen um eine innere Kraft, die sie festhält. Und sie erfahren auch, wie sie zu all dem Schweren im Leben eine neue Einstellung bekommen. Allerdings erfahren sie sehr oft auch ganz konkrete Hilfe. Hilfe, die damit beginnt, dass all das Belastende der Vergangenheit bei Gott zurückgelassen werden kann. Damit wurde nämlich auch beim Kranken am Teich Bethesda Hoffnung. Jesus sagte zu ihm, sündige nicht mehr. Damit vergab er ihm das, was vorher war. Und wie oft wäre bei dir Hoffnung möglich geworden, wenn das Alte vergeben wäre und du neu beginnen könntest. Im Vertrauen auf Jesus Christus wird also Hoffnung. Und damit weist Jesus einen neuen Weg in die Zukunft. Zum Kranken sagte er, stehe auf und gehe. Damit weist er ihm den Weg des Vertrauens. Er macht ihm Mut, bewusst einen Schritt vorwärts zu gehen, nicht bei den alten Erfahrungen stehen zu bleiben. Ich muss da gerade an die jungen Leute denken, die ich in letzter Zeit kennenlernte. Eine ganze Welt brach den einen zusammen, als ihre Gemeinschaft mit dem Partner, mit dem sie zusammenlebten, zerbrach. In dieser Not wandten sie sich an Jesus Christus. Da kam Vertrauen und Hoffnung. Von einem weiß ich, dass er nun eine feine Christin kennengelernt hat, von einem anderen, einem Mädchen, wie sie sich in ihrer sozialen Aufgabe so richtig wohlfühlt und entfalten kann. Vertrauen und damit Geborgenheit, diesen Weg weist Jesus in die Zukunft. Und wenn er zum Kranken sagte, sündige von jetzt an nicht mehr, dann wies er nicht nur ihm, sondern auch uns den Weg eines neuen Lebensstils. Sünde heißt eigentlich, losgelöst von Gott nur für sich selbst leben. Und das macht ja die Hoffnungslosigkeit aus, man lebt nur für sich, aber was hat das für einen Sinn, wenn das Leben doch nur aus lauter Problemen besteht? Jesus sagt also, sündige nicht mehr, du brauchst nicht mehr nur für dich selbst zu leben. Da gibt uns die Bibel unzählige Beispiele. Und wer da beginnt, diesen neuen Lebensstil zu praktizieren, wird ganz sicher ein erfülltes Leben haben. Unlängst las ich dazu in der Zeitung das Zeugnis eines Fensterfabrikanten aus dem Kanton Luzern. Seit ich Christus nachfolge, habe ich gelernt, mich ebenso sehr um das Wohlergehen der Allgemeinheit zu kümmern, wie um den eigenen Betrieb, ehrlich zu versteuern und mich mit meinem politischen Gegner auszusöhnen. Kurz, ich bin vom Spießbürger zum Revolutionär geworden. Da ist die Hoffnungslosigkeit überwunden. Jesus Christus eröffnet dem, der an ihn glaubt, eine großartige Zukunft. Die Zukunft gehört ja ihm, dem Herrn über alle Welt. Sein Ziel ist eine Welt ohne Hass, ohne Terror, ohne Unterdrückung, ohne Korruption und ohne Umweltverschmutzung, ohne Krankheit, ohne Sünde, ohne Tod. Ob du in dieser Zukunft mit dabei sein wirst? Liebe Freunde, kein Mensch kann ohne Hoffnung leben. Ohne Gott aber ist keine Hoffnung, da bleibt nur Enthoffnung und zuletzt das Verderben. Die Bibel sagt, hoffen wir allein auf dieses Leben, also auf unsere Lebensmöglichkeiten, dann sind wir die elendesten Menschen.
Jesus Christus aber ist die Hoffnung. Er möchte in deinem und meinem Leben die Orte der Enthoffnung aufsuchen, um den Weg des Vertrauens, des neuen Lebensstils und der großartigen Zukunft hinausführen. Dazu ist es aber nötig, dass du Jesus dein Versagen bringst und glaubst, dass er dir auch das am Kreuz weggenommen hat. Wenn du so bei ihm bist und er bei dir, dann ist Hoffnung. Und solche Hoffnung stirbt nicht, auch wenn du zu sterben hast. Ich denke da an den Märtyrer Dietrich Bonhoeffer. Als ihn am letzten Tag seines Lebens der Befehl erreichte, Gefangene Bonhoeffer fertig machen und mitkommen, da verabschiedete sich dieser mutige Zeuge der Hoffnung mit folgenden Worten: Dies ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Liebe Freunde, das ist lebendige Hoffnung. Und solche bestimmt in dem Maße dein Leben, wie du dich Jesus Christus anvertraust.